In diesem Video probiere ich aus, ob man tatsächlich in Virtual Reality mit einem VR-Headset auf produktiv arbeiten kann. Also ob ich einen ganzen Arbeitstag mit so einem Kopfklotz absolvieren kann und vor allem, wie fühlt man sich danach? Und hatte ich das Gefühl, dass das mehr als Spielerei ist und vielleicht sogar die Zukunft der Arbeit. Bleibt dran. Liebe Hackerinnen, liebe Internetsurfer, herzlich willkommen hier bei... So, ich habe tatsächlich einen Arbeitstag in VR verbracht und zwar nicht einfach so entertainmentmäßig 8 Stunden zocken, sondern ich habe mir angeschaut, was geht denn eigentlich schon so arbeitsmäßig konkret in VR und will man das überhaupt? Meine sonstigen digitalen Arbeitsgeräte, PC und Smartphone habe ich also einen Tag lang durch ein VR-Headset ersetzt. Es kamen sogar 2 Headsets zum Einsatz, einmal die autarke, kabellose Quest 2 für 350 Euro und einmal das super hochauflösende High-End-Headset. Headset Vaio Aero für 2370 Euro. Nach dem Aufstehen checke ich immer sofort die Nachrichtenlage und was so auf Social Media geht. Das mache ich natürlich mit dem Smartphone im Bett. Klappt das auch mit dem VR-Headset? Klarer Fall, nein, das klappt nicht, denn die Quest 2 kann man liegend nur mit sehr viel Gefrickel bedienen. Aber ich rede mir das mal schön, ich bin heiß auf die News, also stehe ich auf, was meinen Kreislauf auf Trab bringt, statt noch ewig im Bett rumzuhängen. Und im Stehen kriege ich problemlos meinen Newsfix in VR. Schließlich ist ein ganz normaler Browser auf der Quest vorinstalliert. Der Alternativbrowser Firefox Reality gefällt mir allerdings besser als der eingebaute Quest Standardbrowser. Allein schon, weil er Add-ons unterstützt, weil man viel mehr einstellen kann und weil es so hübsche Umgebungen gibt, wie zum Beispiel diese hübsche Low-Poly-Wüste. Tatsächlich startet Firefox bei mir auf der Quest direkt mit Twitter, Heise und Guardian. Das bringt mich schnell auf den aktuellen Stand. Kuriosität am Rande: Meta bietet eine eigene Facebook-App auf der Quest an. Und bekanntlich kann man die Quest 2 nur benutzen, wenn man sich hier mit dem eigenen Facebook Account eingeloggt hat. Also man ist zwingend in Facebook eingeloggt, wenn man die Quest 2 benutzt. Und ja, das kommt, wenn man die App startet. Ja, toll gemacht, Meta, super. So, jetzt wird aber richtig gearbeitet und zwar indem ich mir meinen PC statt auf meinen normalen Monitor aufs Headset hole. Das Tolle ist, das ist jetzt nicht so ein völlig künstliches Quatsch-Szenario, das ich nur mache, weil ich mich dazu gezwungen habe, in VR zu arbeiten. Nein, das würde ich sehr wahrscheinlich wirklich so machen, auch wenn ich gerade kein Video über das Thema drehe. Meine Situation ist aber zugegebenermaßen auch ein bisschen individuell. Ich habe, und das ist kein Scherz, beim Training in Nintendo Ring Fit übertrieben und mir irgendwas am Rücken ausgerenkt. Au. Und an dem Tag, als ich das Video gemacht habe, konnte ich so schlecht sitzen, dass ich nach einer Viertelstunde auf meinem Stuhl irgendwie miese Rückenschmerzen bekommen habe. Stehen ging aber problemlos. Und ich habe im Nebenzimmer so eine Kommode, die man als Stehpult benutzen kann. Aber ich arbeite an einem Desktop-PC, nicht an einem Notebook. Und das Ding ist so in mein Videostudio eingekabelt, dass es ein Mega-Akt wäre, mit dem Teil ins Nebenzimmer umzuziehen. Also VR-Headset am Stehpult aufsetzen und den PC als virtuellen Bildschirm per WLAN in die VR-Welt holen. Das geht mit mehreren VR-Apps auf der Quest 2. Ich habe 3 ausprobiert. Alle 3 Apps erfordern übrigens die Installation eines Serverprogramms auf dem zu streamenden Windows- oder macOS-Rechner. So, als erstes der Klassiker Virtual Desktop in Fachkreisen VD genannt. VD reicht meine per Bluetooth mit der Quest 2 gekoppelte Maus und Tastatur problemlos an meinen PC durch. Das ist schon mal super. Ich hätte allerdings gerne mehrere Desktops, die ich mir in meiner virtuellen Welt überall hinkleistern kann. Das geht leider noch nicht. Sonst fühlt sich aber alles sehr geschmeidig an, sogar Videoschnitt klappt problemlos. Nur das Schreiben längerer Texte funktioniert nicht so gut, weil ich die Tastatur nicht sehe in VR. Mein Standard-Keyboard könnte ich blind bedienen, aber das von mir verwendete Bluetooth Magic Keyboard ist nicht in meinem Muskelgedächtnis und deshalb klappt das nicht so gut. Das macht Meta Horizon Workrooms besser. Das erkennt einige Tastaturen über die Quest-Kameras und blendet die dann in VR ein. Das Apple Magic Keyboard gehört dazu. Noch sinnvoller finde ich, dass man in Workrooms einen Tisch in der echten Welt definieren muss, der dann in VR an genau der richtigen Stelle dargestellt wird. Ich kann mich da also problemlos aufstützen. Das klingt jetzt seltsam, aber das ist was häufig in VR passiert. Man will sich auf irgendwas draufsetzen oder abstützen, was in der echten Welt nicht existiert. Ja, und ist ja klar, was dann passiert. Ne? Oh, ich war voll, ich war voll.
Was Workrooms allerdings für mich zu einem No-Go macht, es erkennt mit dem Headset gekoppelte Maus und Tastatur nicht. Will ich also meinen PC in VR bedienen, müssen Maus und Tastatur mit dem PC, nicht mit dem Headset gekoppelt sein. Das klappt natürlich nur, wenn alles im gleichen Raum stattfindet. Mein Stehpult ist im Raum nebenan, was dazu führt, dass die Bluetooth-Verbindung nur sehr stockelig funktioniert und sich vor allem die Maus in der Praxis nicht richtig benutzen lässt. Am vollgestopftesten mit Features ist die Quest-App V-Spatial. Hier kann ich mir mein Sichtfeld komplett mit PC-Fenstern vollklatschen und mir sogar noch so einen virtuellen Basketballkorb irgendwo hinhängen. Keine Ahnung warum, vor allem, weil das Ding auch bei mir immer von irgendwelchen Fenstern verdeckt war, aber okay. V-Spatial erkennt Bluetooth-Eingabegeräte, das ist cool, aber ansonsten wirkt es leider ziemlich buggy und überladen. Bei allen drei Apps konnte ich alles auf meinen virtuellen Desktops gut erkennen. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich dringend mehr Auflösung brauche. Schön sah es aber nicht aus. Also mir war jederzeit bewusst, dass das hier ein Kompromiss ist und ich nicht die Schärfe wie auf meinem 4K-Monitor in der echten Welt habe. Aber auch mehrere Stunden arbeiten ging, ohne dass ich dachte, ich muss danach in eine Augenklinik oder so. Ich habe Virtual Desktop auch auf dem mit dem PC verkabelten Vaio Aero ausprobiert. Das hat 2880x2720 Pixel pro Auge, die Quest 2 nur 1832x1920. Der Unterschied war deutlich zu sehen, aber dafür hing ich halt am Kabel und war zum für mich schmerzhaften Sitzen gezwungen, wenn ich Maus und Tastatur benutzen wollte. Zum Stehpult im Nebenzimmer reichte das Kabel leider nicht. So, jetzt erstmal entspannt Mittagessen. Where's the lamb sauce? Where's the lamb sauce? Nee, ernsthaft. Nach dem ganzen Arbeiten zocke ich jetzt mal ein bisschen und zwar Demio mit meinem Kollegen Shahin. Das ist ein Rollenspiel, wo man auf einem virtuellen Tabletop-Spielfeld Figuren mit der Hand ziehen kann und würfelt. Klingt komisch, ist aber ganz schön cool, vor allem mit mehreren Leuten. Oh, ich glaube, kann sein, dass das explodiert. Oha. Oh, vergiftet. Ja. Und dann noch ein bisschen Minigolf spielen nach dem ganzen Stress. Hm. So, und jetzt habe ich ein Meeting mit drei Kollegen, wo wir über eine Artikelstrecke sprechen wollen. Und ich bitte darum, dass wir statt in Microsoft Teams, was wir sonst nutzen, in Horizon Workroom und Mozilla Hubs das Ganze zu machen. Meetings funktionieren in Horizon Workrooms richtig gut. Man kann an einer großen Tafel malen, Websites zeigen, wild herumgestikulieren. Was habe ich denn für hässliche Muster auf dem Ärmel? Vor allem ist das 3D-Audio wirklich richtig gut. Die Stimme von anderen VR-Kollegen kommt immer aus der richtigen Richtung. Das mag ich gar nicht. Macht Schein direkt so. Die zugeschalteten Kollegen, die statt mit VR-Headset per normalen Rechner im Meeting sind, kommen bei weitem nicht so gut rüber. Von denen sieht man keinen animierten Avatar, sondern einfach ein Kamerabild auf einem schwebenden Fernseher. Und während die VR-Teilnehmer sich frei bewegen können, müssen die PC-Leute wie angeklebt vor ihrer Kamera sitzen. Das ist bei der Open-Source-Lösung Mozilla Hubs nicht so. Da können alle Teilnehmer fröhlich in der Gegend rumlaufen, die VR-Leute physisch dank Körpertracking, die PC-Leute wie in so einem Shooter per WASD-Steuerung. Mozilla Hubs funktioniert faszinierend einfach. Einfach im Browser aufrufen, Raumcode eingeben, zack, fertig. Den eigenen Avatar kann man sich aus etlichen user-generierten Objekten aussuchen. Also wenn man zum Beispiel mal so ein animiertes GIF sein will, kein Problem. Oh Gott, das ist richtig gruselig, weil du so ein krass riesiger... Und da, Oh, eine Gitarre. Jetzt. Ja, und jetzt ist Robin irgendwie... Falls ihr euch wundert, warum ich hier so seltsam lache, in VR ist alles Roomscale. Das heißt, die Sachen sind wirklich groß. Und wenn da so ein 2 Meter großes Ding auf einen zukommt, da kriegt man schon ein bisschen Angst. Leider wirkt Mozilla Hubs noch ein bisschen buggy und wird zum Beispiel schnell ruckelig, wenn zu viele Objekte in der Welt sind. So, ich hänge jetzt schon ziemlich lange mit dem Headset auf dem Kopf rum, aber es stresst mich gar nicht mal so doll. Ich würde so weit gehen und sagen, dass mich Arbeiten in VR in vielerlei Hinsicht weniger anstrengt als normal sitzen
sitzend am Schreibtisch. Also es geht ein bisschen mehr auf die Augen in VR, aber weil ich so ein Zappelphilipp bin, finde ich das super angenehm, dass ich mich viel freier bewegen kann als am Schreibtisch. Wenn ich Maus und Tastatur benutzen will, muss ich zwar auch in VR an einer Stelle bleiben, aber ich kann auch ganz viele Sachen per Handcontroller oder sogar direkt ohne Controller mit den Händen bedienen. Zum Beispiel den integrierten Browser, der läuft nur mit Händen und ohne Controller und das ist richtig gut. So, ich habe ja gerade schon in Meetings gemerkt, dass Leute treffen in VR Spaß macht. Also direkt mal spontan ein Treffen mit 3003 Guckerinnen und Guckern ausprobieren. Irgendwie scheint mir für sowas die virtuelle Spielumgebung Rec Room für sowas am geeignetsten. Das geht nämlich auch sehr gut ohne VR-Headset. Und es war das größte und schönste Fan-Treffen aller Zeiten. Nee, Spaß. Es waren nur so 3-4 Leute da und niemand hat mit uns gesprochen und alles war so ein bisschen weird. Seid ihr Nils oder Daniel? Das lag aber vermutlich daran, dass ich das super kurzfristig auf YouTube angekündigt habe und vor allem dachte ich, dass der Event-Link automatisch zum Event führt. Dummerweise führt er nur auf die Download-Seite von Rec Room. Letztendlich hat uns also außer so ein paar Rec Room-Experten niemand gefunden. Nächstes Mal machen wir das besser, versprochen. Was ich an Rec Room jedenfalls sehr irritierend fand, als ich im Hauptmenü von Rec Room auf einmal von britischen und amerikanischen Kindern umringt wurde, die mit mir Fistbumps machen wollten. Secret moderator. Yes. Und ich weiß, das kommt im 2D-Video nicht so rüber, aber so umringt und vollgesprochen zu werden, das fühlt sich in VR sehr unangenehm an. Also schnell weg aus Rec Room und rein in Allspace. Das ist ebenfalls so eine virtuelle Umgebung, in denen man sich mit Avataren treffen kann. Allspace gehört Microsoft und gilt als so ein bisschen erwachsener und seriöser. Hier finden auch viele Live-Events statt, unter anderem auch sowas wie Stand-Up-Comedy. Das gab es aber gerade leider nicht. Dafür eine laufende Holograms Against Humanity Session. Das ist so ein Spiel, so ein seltsames, bei der irgendwie eine sehr komische Stimmung herrschte. Having problems with sperm whales, try friends with benefits. Dann bin ich noch in so eine Anti-Drogensucht-Meditation irgendwie reingekommen. Okay. And offer this being. Same phrases of compassion and understanding. Mein Highlight war dann auf jeden Fall so ein Open-Air-Konzert der Band Toto. Leider spielte Toto nicht als Avatare, also richtig live, sondern einfach nur als Videobild aus der Konserve. Aber das Ganze drumherum war ziemlich lustig. Man konnte sogar virtuelles Bier trinken. Ja, und meine coolen Tanzmoves, die kamen, glaube ich, richtig gut an bei den Leuten. Okay, ich habe wirklich gar nicht gemerkt, wie schnell die Zeit in VR vergangen ist. Das hat wirklich großen Spaß gemacht, auch wenn meine Augen doch etwas brennen und ja, ein bisschen Druckstellen hatte ich auch im Gesicht. Mit ein bisschen mehr Auflösung, ein bisschen weniger Gewicht im Gesicht, damit würde ich vielleicht sogar meine ganze Woche in VR arbeiten. Mal gucken, ob ich das irgendwann mal ausprobiere. Mal gucken, wie das Video so ankommt bei euch. Habe ich jedenfalls Bock drauf. Aber ich warte noch drauf, dass ich vielleicht ein bisschen leichteres, autarkes Headset finde. Insgesamt war ich aber wirklich erstaunt davon, dass man inzwischen wirklich viel andere Sachen in VR machen kann als spielen. Und nochmal eine kleine Klarstellung. Wir haben uns übrigens bewusst dafür entschieden, dieses Video nicht irgendwie ich arbeite im Metaverse oder so zu nennen, obwohl das gerade natürlich das Hype-Thema ist. Aber mal ehrlich, wer redet alles vom Metaverse? Ja klar, das sind die Silicon Valley Firmen, das sind irgendwelche Investmentleute, das sind Tech-Journalisten. Aber Emma und Otto Normalverbraucher geht das Thema gefühlt ziemlich am Popo vorbei. Das ist so ein Bullshit-Bingo-Marketing-Buzzword geworden, das sich anschickt, zusammen mit Web3 die Top-Buzzwords der letzten Jahre KI und Blockchain abzulösen. Die Definition des Metaverse ist so schwammig auch, dass ich versuche, das zu vermeiden, das Ort und das Ganze deswegen konkret als VR benenne. Wenn euch das Metaverse interessiert, dazu gibt es hier bei CT3003 ein eigenes Video. Tschüss.